Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal von innen an, ne? Was wir hier Schönes denn drin haben. Also Easy-Zip-System, kann man wunderbar aufziehen, aufklappen und sieht hier dann auch schon gleich die allererste Tasche. Hier selber habe ich dann ein Kettenschloss mit Nietsystem drin. Falls ich mal sowas benötige, falls die Kette mal reißt, habe die Möglichkeit hier oben was reinzuschieben, unten was reinzuschieben und hier auch noch eine kleine Netztasche. Hier schön gummiert, ne? So ein bisschen, dass es nicht gleich rausfällt, was da drin ist. Habe hier auch noch mal so ein Patch-System, die finde ich ganz toll von Rose. Kosten, glaube ich, 3,95 €, sind sechs selbstklebende Schlauchflicken drauf. Ich brauche nur kurz ein bisschen anschmiegeln, klebe das rauf, halt das eine Minute ran und dann ist das fest. Ne? Die finde ich echt toll. Ja, was man so noch braucht, ne? Taschentücher habe ich immer dabei. Man weiß ja nie, wenn man sich mal die Nase putzen möchte. Ja, dann habe ich hier das Mini-Tool. Da habe ich ja schon mal ein Review drüber gemacht. Könnt ihr mal meine anderen Videos durchschauen, wenn ihr möchtet. Und zwar ja, ist das hier zusammen mit dem Topeak Hammer 2 der Testsieger geworden. Das ist das Tom 18. Ne? Relativ groß, aber man hat auch wirklich viel dran. Ne? Man hat hier noch Reifenkleber dran, man hat hier die Kettennietwerkzeug dran, alles was man so braucht. Das Ganze praktisch hier in so einer coolen ja, PVC-Tasche, in so einer Neopren-Tasche hier. Ne? Dass man das auch eventuell dann ins, ja, in die Rückentasche reinpacken kann vom Radtrikot. Dann haben wir hier noch eine Pumpe dabei. Das ist jetzt keine von SKS, aber das ist auch eine schöne kleine Pumpe. Na, und die Airboy, die ja, hat ungefähr die gleichen Maße und passt hier auch wunderbar rein. Ja, und dann nochmal ein Ersatzschlauch. Die sind ja alle relativ gleich groß. Und dann auch nochmal hier, ne, die finde ich persönlich sehr gut, von Schwalbe, die Reifenheber, das sind gleich drei Stück. Gibt es ab und zu mal im Angebot, wenn man sich diese Schläuche kauft, dass dort ein Reifenheber gleich mit bei ist. Das ist immer eine feine Sache. Ne? Wir haben die Reifenheber zwar auch am Multitool dran, nichtsdestotrotz sind diese Reifenheber halt etwas länger und haben größeren Hebel und dann braucht man weniger Kraft. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze hier einmal von innen an. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen, oder? Ich drehe ansonsten einfach mal das Bike. Das sollte ja auch kein Problem darstellen. So, dass wir hier einfach mal ein bisschen mehr Sonne haben. So, und jetzt schauen wir hier mal ins Innere. Auch wieder orange. In diesen typischen SKS-Farben gehalten. Und hier jede Menge Raum. 800 Milliliter, 0,8 Liter. Und hier auch wieder schön angebracht. Diese Netztaschen. Auch wieder gummiert, damit das Ganze schön dicht hält, nicht gleich herausfällt. Rechts ein schönes großes, links oben ein kleineres, links unten ein kleineres. Ne? Da passen zum Beispiel wunderbar hier diese Reifenheber rein. Ne? Dann kann man sich das Ganze so ein bisschen sortieren, wie man das haben möchte. Und habe hier jede Menge Platz. Gut, das sollte es jetzt auch zu dem Strap 800 gewesen sein. Die Racer-Variante. Schön schnittig, macht auf jeden Fall was her, sieht richtig gut aus. Vorher habe ich nur von Amazon so ein ganz großes Teil gehabt. Das sah ganz schön hässlich aus, aber das hier trägt auf gar keinen Fall dick auf und sieht richtig schick aus. Fässt sich wertig an, hochwertig. Auch hier diese Klettverschlüsse wieder wunderbar laminiert, sodass hier kein Wasser reinkommt. Ne? Das ist ja meistens so ja, die Schwachstelle generell von so einer Tasche, dass diese Reißverschlüsse dann halt nicht laminiert sind und dort das Wasser als erstes eindringt.